Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video haben wir etwas mega Special-mäßiges vor. Ja, denn ihr habt es wahrscheinlich am Titel gelesen. Heute gibt es ein Paket-Unboxing und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Beginn dieses Videos möchte ich allerdings noch ein paar Worte sagen, denn ich habe für dieses Paket nichts bezahlt. Ich habe dieses Paket von YouTube zugeschickt bekommen im Zuge der YouTube Gaming Week, wo ich eingeladen war. Und dafür nochmal ein richtig, richtig großes Dankeschön an YouTube selber, natürlich auch an YouTube Gaming und an die ganzen Leute, die an der YouTube Gaming Week dabei waren, die daran gearbeitet haben und im Hintergrund waren, die ganzen Sachen vorbereitet haben für die YouTube Gaming Week. Dafür ein richtig großes Dankeschön. Noch ein paar Sachen zur Kamera. Ich habe vergessen, den Autofokus anzumachen oder der Autofokus hat gesponnen. Ich muss das nachher nochmal schauen bei der Kamera. Deswegen seht ihr mich ein bisschen verschwommen. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch und ja, dann, ich bin noch ein bisschen schüchtern vor der Kamera, also kann sein, dass ich halt öfter so meine Arme verschränke oder so oder generell ein bisschen unsicher wirke. Das kommt halt davon, dass ich mich eigentlich vor der Kamera jetzt in Videos nicht zeige und ich das halt auch noch nicht so gewohnt bin. In Videos, in Streams ist es anders, da habe ich ja dann meine Facecam, aber vor einer Kamera, vor einer richtigen Kamera ist es dann halt nochmal was anderes und deswegen wirke ich da noch ein bisschen schüchtern und das wirkt nicht nur so, sondern ich bin auch noch ein bisschen schüchtern und unsicher vor der Kamera. Dann schaue ich manchmal so komisch auf die Seite oder hinauf. Das liegt daran, dass ich kontrolliere, ob meine Handykamera noch filmt, damit ihr das Paket von oben sehen könnt. Und was noch wichtig zu sagen ist, es kann sein, dass die Kommentarfunktion unter diesem Video ausgeschaltet ist, da das YouTube von selber macht bei Leuten, die unter 18 sind. Also ich werde dann einen Community-Tab erstellen oder einen Instagram-Post und dort könnt ihr gerne dann quasi das als Kommentare verwenden. Und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Genau, denn bei mir ist ein Paket angekommen. Und zwar dieses hier. Ich muss hier nur verdecken, denn hier stehen meine Daten drauf. Das Paket ist von YouTube und genau gesagt von der YouTube Gaming Week. Man erkennt es hier unten auch nochmal am Logo, da steht YouTube Gaming drauf. Und ich bin ziemlich hyped drauf, dieses Paket auszupacken. Und ja, ich würde sagen, ich mache das Ganze mal auf. Wir schauen mal rein. Ich habe das Dick so schon abgemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es sieht richtig nice aus. Und ich würde sagen, ich lese mal vor, was da drauf steht. Also, lass es zur YouTube Gaming Week mit deinem eigenen Swag-Kit krachen. Das brandneue Swag-Kit ist für alle Gamer. Ein stylisches Kit, mit dem du dein Setup aufs nächste Level bringst. Mega. Diese Box enthält alles, was du für die YouTube Gaming Week brauchst. Ah, da steht alles drinnen, was drinnen ist. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Wir freuen uns darauf, dich bei der YouTube Gaming Week zu sehen. Bis dahin viel Spaß und pass auf dich auf. Das ist so cute, Mann. Okay. Ich freue mich richtig, das jetzt aufzumachen. Hier ist es nochmal verschlossen mit dem YouTube-Logo. Richtig, richtig cool gemacht. Und ja, ich würde sagen, ich mache das Ganze mal auf. So, denn ich filme jetzt auch von oben mit. Das seht ihr hier seitlich. Das ist meine andere Kamera, mit der ich jetzt von oben mitfilme. Damit ihr auch alles schön begutachten könnt. Und ja, wir haben hier einen Brief von YouTube. Den werde ich danach aufmachen. Ich glaube, ich weiß, für was der ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und wir können hier schon einige tolle Sachen erblicken. Ja, wir fangen hier mit dem hier an. Hier auch nochmal versiegelt mit dem YouTube Gaming Week Logo. Und es sind Socken. Richtig, richtig cool. Nur leider mir zu groß. Größe 42 bis 46. Ich habe relativ kleine Füße. Aber ich werde schon jemanden finden, den ich die geben kann. Und sonst behalte ich die einfach so Oversize-Socken. Why not? Genau, die haben hier das YouTube-Gaming-Logo. Die auch mal. Ja, sind ziemlich lang. Genau, aber richtig, richtig cool. Mega. Ich würde die, glaube ich, jeden Tag tragen. Aber ja, sind mir leider zu groß. Dann
gehen wir weiter und wir erblicken hier das nächste Kleidungsstück, nämlich einen Beanie. Oh my God, einfach einen Beanie. Kann ich sogar aufsetzen. Swag. Richtig cool. Mega. Feier ich. Ist grau mit einem YouTube-Logo drauf. Mega geil. Bin ich mega. Okay. Dann erblicken wir hier. Ich nehme mal das aus der Ecke hier raus. YouTube Gaming Week at Gamescom. Sehr süß. Machen wir jetzt gleich auf. So. Okay, das ist hier zum Rausschieben. So unfähig. So, jetzt. Okay. Wir haben hier. Sehr interesting. Gewürzpaprika Chili. Ah, das ist zum Ansehen. Richtig cool. Das kann ich ansehen. Das ist richtig cool. Das finde ich richtig süß gemacht. Mega. Kann ich danach gleich ansehen. Richtig cool. So, dann geht's weiter zum nächsten. Zum nächsten Teil. Wir packen das mal aus. Das geht eigentlich ganz einfach raus. Das ist sehr cool. So, wir haben hier... Ah, das ist das USB-Ladekabel. Wir hier aufmachen. Zu unfähig. So, wir holen das mal raus. Sehr gut. Wir haben hier nämlich ein USB-Kabel. Mit hier... Ich weiß nicht, welcher USB-C das hat. Ich sehe nochmal in die Kamera zeigen. Genau. Und hier haben wir die verschiedenen Stecker. Die können wir dann anstecken. Wir können das ausprobieren. Ich habe jetzt USB-C. Das ist ein USB-C-Kabel. Ich glaube, das... Oder auch nicht. Ah, das stecken wir hier drauf. Ja, und jetzt steckt es hier oben. Mega cool. Nur... Ja, ich dachte, wir können das austauschen, weil ich weiß nicht, wo ich das dann anstecke, weil... Ja, egal. Finde ich richtig cool gemacht. Und wird auf jeden Fall bald verwendet werden. So, ich lege das inzwischen auf die Seite. Ich packe das dann noch wieder ordentlich rein. Ja, was haben wir dann? Schnürsenkel. YouTube Gaming Week Schnürsenkel. Wie geil ist das denn? Kann die ja auch mal näher in die Kamera halten. Mega, die haben ja auch das YouTube-Logo drauf. Geil! Kann ich gebrauchen, werde ich dann in meine Schuhe reinfädeln. Und jetzt kommt das, dass wir alle gewartet haben. Und zwar ist es eine Pixelbox. Und eine Pixelbox, da kann man einen beliebigen Hintergrund machen. Und dieser Hintergrund ist dann hier auf dieser Pixelbox in Pixeln oben. Kann man dann für sein Gaming-Setup nehmen. Ich würde sagen, wir packen die jetzt aus. So, das Paket ist leer, das packe ich jetzt auf die Seite. Haben wir diese Pixelbox. Okay, ich sollte das in die andere Richtung runterschieben. Man kann da, glaube ich, auch selber Sachen zeichnen. Finde ich richtig cool. So. Oh mein Gott, diese Verpackung einfach. Hier ist sie, die Pixelbox. Mega. Ich schaue nur gerade, wo kriege ich das jetzt auf? Wo kriege ich das jetzt bitte auf? Ach, das muss ich hier oben aufmachen. Okay. Mache ich. Ich hasse so Verpackungen. Jetzt, okay. Sehr cool. Gib mir eine Anleitung. Okay. Oh, wir haben hier Sticker. Sind runtergefallen. Nein! Die hat hier noch eine Schutzfolie drauf. Sieht sehr cool aus. Hier haben wir einen Button. Die Anleitung, die werde ich jetzt gleich brauchen. Ich kriege das wieder mal nicht auf. Perfekt. Ein Ladekabel. Ja, damit werden wir das wahrscheinlich gleich aufladen müssen. Wie ich meine. Können wir mal schauen. Ja, hier unten gibt es was zum Aufladen. Das heißt, meine Freunde... Ich werde die Box jetzt aufladen gehen und zeige sie euch dann, wenn sie fertig aufgeladen ist. Und ja, bis gleich!
So, ich bin wieder zurück und die Box funktioniert jetzt, ist jetzt aufgeladen und das Ganze steuere ich mit dem Handy. Handys sind verschiedene Designs, die ich nehmen kann. Ich kann auch selber was designen. Ich kann sogar Musik machen und ich kann Radio hören, ich kann einen Wecker machen, ich kann den Wetterbericht laufen lassen. Ich habe einen Terminplaner, also da kann man wirklich alles machen. Und ich habe jetzt einfach mal diesen Hintergrund hier genommen. Man erkennt hier einen Berg und hier oben Kirschblüten, die runterfallen. Ja, sieht mega, mega geil aus. Und ich kann hier zum Beispiel noch andere Animationen machen. Hier zum Beispiel haben wir Miraculous Ladybug Animationen. Richtig cool, auf jeden Fall. Und die Sachen hier, die Animationen werden erstellt von anderen Creatoren. Hier zum Beispiel haben wir auch eine Schneeflocke oder hier das Walt Disney Schloss. Richtig cool auf jeden Fall. Und ich werde mir dort wahrscheinlich auch ein eigenes Design machen, das dann zu den Streams und so passt. Und die Box werde ich ab jetzt im Hintergrund stehen lassen. Und ja, die muss ich halt aufladen und der Akku hält dann 6 Stunden. Also richtig nice und... ja, ich freue mich sehr über diese Box. Und in dem Brief war dann noch der NFC-Tag. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, das muss ich nochmal durchlesen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Die Hand winkt euch zum Abschied. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!